Um eigene Objekte zu erstellen, müssen Sie nur das zu sichernde Objekt im Vorschaufenster anzeigen. Stellen Sie eine gute Kameraposition und einen Hintergrund ein, da Atlantis daraus das Vorschaubild erstellt. Sichern Sie dann das Objekt über das Dateimenü. Die Atlantis-Szene darf dabei kein anderes Objekt beinhalten. Wählen Sie im Dialog aus, ob eine Beleuchtungsgruppe mitgesichert werden soll und wie sich das Objekt verhalten soll. Wenn Sie senkrecht zur Stütze auswählen, richtet sich das Objekt immer zu der Oberfläche aus, auf der es positioniert wird. Ansonsten wird es wie hier in der Szene ausgerichtet. Wenn Sie das Objekt exportiert haben, müssen Sie es nur noch per Drag and Drop in den Katalog ziehen. Dann können Sie es sofort in anderen Projekten einsetzen.